meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Cossi-Liest-Video. Und heute gibt es ein Buch, über das ich natürlich auch, wie immer, vorab mich nicht informiert habe. Aber allein vom Cover her würde ich jetzt mal sagen, dass es so ein bisschen Urban Fantasy sein könnte. Und ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Und das Buch geschrieben hat die Sandra Renier, ich weiß nicht, ob man den Namen französisch ausspricht, vielleicht sagt man auch einfach Regnier, nee, glaube ich aber nicht, ich denke mal eher Sandra Renier und das Buch heißt Das Flüstern der Zeit. Die Autorin bzw. der Name kam mir total bekannt vor und ich wusste auch sofort, woher ich den Namen kenne, denn sie ist unter anderem Mitglied bei Delia, Delia sind die deutschen Liebesromanautoren und Autorinnen und ich bin da auch Mitglied und deswegen kannte ich den Namen. Aber sie als Autorin kenne ich überhaupt nicht und bin sehr gespannt auf das Buch. Also, ich lese mal erstmal den Klappentext hinten vor. Platzregen und Sturmwinde gehören für die englische Kleinstadt Lansbury und damit für die 17-jährige Meredith zum Alltag. Doch diese Gewitternacht ist anders. Unheimliche Kornkreise tauchen am Ortsrand auf. Unerwartete Gestalten suchen Lansburys Steinkreis heim. Und dann ist da noch Meredith. Bester Freund Colin, der sie genau in dieser Nacht küsst und mit dem nun nichts mehr so ist, wie es war. Irgendetwas ist in jener Nacht passiert. Irgendetwas, das Zeit und Raum kurzfristig aufgehoben hat. Und ausgerechnet Meredith ist der Schlüssel zum Ganzen. Ich glaube, da lag ich ganz richtig mit meiner Vermutung. Das klingt sehr Fantasy-mäßig. Und ich fange mal an. Diesmal lese ich nicht ganz von vorne, sondern ich beginne mit dem 14. Kapitel, also direkt mittendrin. Und ja, wie gesagt, von der Story selber kann ich euch auch nichts sagen. Ich bin da jetzt genauso gespannt wie ihr. Also. Als ich nach Hause kam, lief im Wohnzimmer noch der Fernseher. Eine Werbesendung für dubiose Callgirls flimmerte über dem Bildschirm. Dad schnarchte lautstark im Sessel und schaffte es sogar, das Gestöhne zu übertönen. Neben ihm auf dem Boden standen oder lagen 10 Flaschen Bier und eine Flasche Jim Beam, die nur noch ein Rest aufwies. Es stank beinahe genauso muffig nach Alkohol wie in der Lagerhalle, die ich eben erst verlassen hatte. Angewidert schaltete ich den Fernseher aus und ging nach oben. Noch bevor ich die Zähne fertig geputzt hatte, hörte ich die Werbesendung erneut und zwar noch lauter als zuvor. An Schlaf war so nicht zu denken. Ich überlegte, ob ich mir bei Mom ein paar Oropax besorgen sollte. Andererseits war ich aber auch einfach zu aufgedreht, um einzuschlafen. In diesem Moment brummte mein Handy. Aha, Colin ging es genauso wie mir. Ich warf einen Blick aufs Display. Obwohl ich kurzsichtig war und mein Handy auch ohne Brille gelesen bekam, war ich mir dieses Mal nicht sicher, ob ich richtig las. Ich kniff die Augen zusammen und sah noch einmal darauf. Sicherheitshalber zog ich die Brille auf und las tatsächlich Schlaf gut, Brandon G. Also abgekürzt G. Punkt. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Brandon G? Urplötzlich zitterten mir wieder die Finger und ich war hellwach. Du auch, schrieb ich zurück. Ich wartete auf eine weitere Antwort, aber es blieb still. Sollte ich? Nein, das sehe zu anbiedernd aus. Obwohl, eine kurze WhatsApp-Nachricht hinterher? Nee, lieber nicht. Noch während ich das für und wieder abwog, brummte mein Handy erneut. Blitzschnell sah ich aufs Display, aber es war nur Colin auf WhatsApp. Auch noch wach? Enttäuscht atmete ich tief ein. Dann tippte ich ein Ja. Spielen? Warum nicht? Ich schlief ja doch noch nicht. Seit wir die Handys besaßen, halfen wir uns gegenseitig bei Einschlafschwierigkeiten mit einem kleinen Spiel. Jeder stellte sich selber in einer Szene vor und mit weiteren Hinweisen schmückten wir die dann aus. Denke an eine Villa mit Pool, schrieb ich. Lasse mich im Pool treiben, kam zurück. Prompt stellte ich mir Brandon in Badeshorts im Pool vor. Wasser ist warm, Schirmchencocktail wartet am Rand, schrieb ich. Sonne scheint, sehe einen Vogel über mir. Fliegt unbeholfen, schrieb ich zurück. Eichelhäher, kackt gleich ins Wasser. Es dauerte einen Moment, ehe die nächste WhatsApp-Nachricht kam. Ich wusste, er lachte.
So wie ich Colin kannte, hatte er sich eher einen Bussard oder einen Adler mit weit aufgespannten Flügeln vorgestellt. Er verliert was, Feder, landet neben meinem Kopf, schlucke Wasser. Erleichtert, las ich und tippte daraufhin zurück, fast ersoffen, Hunger. Sofort kam die Antwort. Riesengrill steht am Rand, nehme Spare Ribs und Burger. In der Richtung war er doch ein typischer Junge. Er konnte nie genug Fleisch bekommen, obwohl sein Vater ein absoluter Verfechter vegetarischen Essens war. Für mich einen Burger mit zweifach Käse, schrieb ich. Mochte Brandon Burger oder auch lieber Spare Ribs? Was mochte er überhaupt? Vor meinem inneren Auge schwamm er noch immer mit kräftigen Zügen durch den Pool. Ich stellte ihn mir in einer feuerroten Badehose und mit Chris muskulösem Oberkörper vor, denn den kannte ich zumindest von unserem Schwimmkurs am College. Obwohl der Oberkörper in meiner Vorstellung auch der von Henry Cavill sein könnte. Das Wasser in meiner Vorstellung teilte sich und eine Feder wippte auf den Wellen. Hey, ich schwimme da, nicht Brandon. Und was ist das für eine bescheuerte rote Badehose, die er da anhat? Las ich auf meinem Display. Ich ließ das Handy fallen, als hätte es Aceton an sich. Woher wusste Colin, woran ich gedacht hatte? Wie konnte er das wissen? Das, was als Scherzspiel begonnen hatte, nahm plötzlich eine unheimliche Wendung. Ich griff wieder nach dem Handy und überprüfte unsere letzten Einträge. Da stand es schwarz auf weiß. Ich fühlte, wie sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten. Colin sah in meine Gedanken. Zum ersten Mal? Was, wenn nicht? Meine Hände begannen zu zittern. Das Display leuchtete noch ein paar Sekunden und erlosch, nur um sofort wieder aufzuleuchten. Erschrocken versuchte ich, mich darauf zu konzentrieren, was darauf stand. Colin rief an. Mein Daumen zitterte so stark, ich musste die zweite Hand zu Hilfe nehmen, um das Gespräch anzunehmen. Meere? Es war Collins Stimme, sie klang besorgt. Ja, meine war schwach. Meere, was geschieht hier? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Du bist der mit den übernatürlichen Fähigkeiten. Abtei? Ich schüttelte den Kopf. Dann ging mir auf, dass er das nicht sehen konnte. Oder vielleicht doch? Lieber nicht. Mir ist gerade nicht nach düsterem Wald. Vor allem, wenn ein Theodore darin umherstreunt, versuchte ich zu scherzen. Colin ging nicht darauf ein. Dann der Spielplatz. Der lag in unmittelbarer Nähe des Steinkreises. Ich weiß nicht, da treffen wir heute Nacht sicherlich auf Alex Parkins. Meere. Vielleicht wird es auch Mare ausgesprochen. Heute ist Vollmond, also wird er mit seiner Truppe da sein und uns trotzdem nicht wahrnehmen. Da war was dran. An Schlaf war ohnehin nicht zu denken. Normalerweise hätte ich mich lieber vor den Fernseher gelegt und versucht, bei einer Wiederholung von Pretty Little Liars einzuschlafen. Aber der Fernseher war blockiert, wie man unschwer hören konnte. Okay, in einer Viertelstunde. Da Colin genau entgegengesetzt vom Steinkreis wohnte, wäre es ein Umweg gewesen, ihn oder mich zuerst abzuholen. Dad sägte wieder ganze Wälder ab, als ich an ihm vorbeischlich. Der Jim Beam war leer. Es war eisig kalt draußen und den Vollmond konnte man nicht erkennen. Die Wolkendecke war zu dicht. Ich war kurz davor, Colin eine WhatsApp-Nachricht zu senden. Ich bliebe im Bett, aber er war mit Sicherheit schon unterwegs. Also klappte ich den Kragen meiner Jacke hoch, wie ein Detektiv in einem Edgar Wallace-Krimi, und stapfte in Richtung Spielplatz. Als ich das freie Feld erreichte, konnte ich die Fackeln der Neo-Druiden erkennen, die im Steinkreis ihr Ritual abhielten. Vor dem Altarstein hatten sie ein Lagerfeuer entzündet und Alex Parkins Stimme hallte bis hierher. Er redete in einer mir unbekannten Sprache. Vermutlich versuchte er sich mal wieder am Gälischen oder Altenglischen. Colin saß auf einer Schaukel. Er hielt etwas in seiner Hand. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es eine Feder war. Wieso hielt er eine Feder in der Hand? Aber egal, wir hatten jetzt Wichtigeres zu besprechen. Also,
Ich weiß nicht, was los ist. Ich hatte auf einmal das Bild von Brandon vor Augen, der in einer roten Badehose durch den Pool schwimmt. Und ich wusste, dass ich ihn durch deine Augen sah. Denn, bitte halt mich jetzt nicht für verrückt, aber die Empfindungen, die ich dabei verspürte, waren... Er musste es nicht aussprechen. Ich wusste genau, was ich gefühlt hatte, als ich mir den halbnackten Brandon vorstellte. Das Unheimliche war, dass Colin es jetzt auch wusste. Peinlich. Ich bin nicht andersrum, ehrlich nicht. Ich weiß, dass es deine Empfindungen waren. Woher willst du das wissen? Fragte ich. Weil ich weiß, was ich empfinde, wenn ich an dich denke. Er sah mich an und ich las in seinen Augen, dass er sehr viel für mich empfand. Anscheinend konnte er in meinen Augen sehen, dass ich diese Empfindungen nicht erwiderte, denn seine Miene verdüsterte sich. »So etwas ist mir noch nie passiert. Was geschieht hier?« fragte er schließlich. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich. »Deine außergewöhnlichen Fähigkeiten gab es sicherlich schon in der Vergangenheit. Es muss also auch hierfür etwas geben. Wir müssen nur nachforschen.« Was könnte es für eine Erklärung dafür geben, wenn ich durch deine Augen hindurch deine Gedanken sehe? Und das über die Entfernung von rund einer Meile hinweg. Willst du das etwa mit einer Vektorgleichung nachrechnen? Oder indem du den Radius des Stromkreises eines naheliegenden Kraftwerks ermittelst? Das konnten weder Nostradamus und auch kein Uri Geller. Hör auf, dir was vorzumachen, Meere. Und was schlägst du vor? Sollen wir uns dort drüben den Druiden anschließen und sie bitten, unsere Energien auszuloten? Es musste eine Erklärung für diese plötzlich auftauchende Fähigkeit von ihm geben. Vielleicht war sowas schon irgendwann irgendwo einmal vorgekommen, nur hatten wir noch nichts darüber gelesen. Natürlich steckte keine physikalische Kraft mit irgendeinem Kraftfeld dahinter. Aber wer sagte denn, dass Colin nicht einfach meine Gedanken erraten hatte? Auf eine rote Badehose zu kommen, konnte doch nicht so schwer sein. Wir kannten uns seit unserem 5. Lebensjahr und waren seither unzertrennlich. Er war mein Seelengefährte, mein bester Freund, er war witzig, er war besonnen, er war mein ruhiger Pol. Wir hatten immer für alles eine Erklärung gefunden, dann würden wir das doch jetzt auch schaffen. Lass uns das Ganze doch mal objektiv angehen, schlug ich vor. Was denke ich jetzt? Ich sah ihm in die Augen und dachte an jenen ersten Schultag, als Shelby mir meinen Talisman abgenommen und das Klo hinuntergespült hatte. Den Talisman hatte mir Mom gegeben, damit ich den Tag meisterte. Ich erinnerte mich nicht mal mehr richtig an die Form, nur an das leuchtende Blau, aber ich erinnerte mich sehr gut an Moms Gesicht, als sie ihn mir in die Hand gedrückt hatte. Sie hatte Tränen in den Augen gehabt und sehr eindringlich meine Hand darum geschlossen, als hätte sie mir den Schlüssel zu den Kronjuwelen überreicht. Ich dachte an diesen Tag. Ich versuchte, mich an die Form des Talismanes zu erinnern. »Du denkst an eine Feder«, sagte Colin nach einer Weile. »Glaube ich zumindest.« »Falsch«, erwiderte. »Irgendwie war ich erleichtert.« »Du hältst eine in der Hand«, das hast du auf mich projiziert. So ähnlich war es sicherlich auch mit Brandon. Da hätten wir eine These, eine sehr plausible sogar, die uns noch nicht einmal aus dem Bett hätte holen müssen. Seit Chris, diese Tratschtante, von meiner heimlichen Schwärmerei weiß, wirklich, Colin, ich habe da nie irgendwelche Hoffnungen oder dergleichen gehegt. Also seit Chris Lunte gerochen hat, glaubst du, ich sähe in allem Brandon? Du bist eifersüchtig. Das ist die ganze logische Erklärung. Ich fühlte Colins Unsicherheit und ich wusste, dass ihm diese Antwort viel weniger behagte als eine paranormale. Eifersucht war nicht nur eine banale Antwort, sondern auch eine unangenehme. Nur, dass er die rote Badehose gesehen hatte, deckte es nicht so ganz. Colin sah aus wie ein geprügelter Hund. »Entschuldige«, sagte ich leise. »Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast recht. Ich bin eifersüchtig.« Er zuckte mit den Schultern. Ich kann nichts dagegen tun. Ich mag ihn nicht. Ich mochte ihn noch nie. Das war mir nicht neu. Ich hatte es immer auf eine Art Neid geschoben. Brandon war so sicher und selbstbewusst und seine wechselnden Freundinnen waren allesamt echte Sahneschnitten. Alles, was Brandon tat, wirkte männlich. Sogar Gläser polieren. Seit er vor 5 Jahren im Circle and Stone zu arbeiten angefangen hatte, war das Café jeden Tag voll gewesen.
Er hatte in unserer Region einen Ruf wie Prince Harry, ohne dessen ausgeflippte Ideen. Fast jeder Junge war auf ihn neidisch und sah gleichzeitig bewundernd zu ihm auf. Allein deswegen hatte ich meine Vorliebe vor Colin immer geheim halten wollen. Aber Eifersucht ist da nicht alles, sagte Colin. Ich habe bei Brandon immer das Gefühl, er verberge etwas. Was soll das sein? Glaubst du, er kann die Gläser nur durch sein Lächeln zum Glänzen bringen? Collins Grinsen fiel sehr einseitig aus. In diesem Moment begannen die Neodruiden zu singen. Sehr laut, sehr schief und sehr asynchron. Das war beinahe noch gruseliger als ein plötzlich auftauchender Theodore. Können wir zurück ins Bett? Fragte ich fröstelnd. Alex Parkins war in Hochform. Sein seltsames Angelsächsisch klang schauderhaft und seine Stimme war hoch und schrill. Klingt, als würde er kastriert, meinte auch Colin und wir drehten uns beide zum Steinkreis um. Das Feuer in der Mitte war jetzt größer und die Fackeln brannten heller. Wie hatten sie das gemacht? Ich hätte schwören mögen, es handle sich um eine normale Pechfackeln. In 3 Wochen würden zu dem Sachsenfestival hunderte dieser Fackeln hier überall entzündet werden. Die Vorrichtungen waren bereits angebracht worden, was die Druiden immer dankbar annahmen. Hatten sie noch mehr Fackeln herbeigeholt? Nein. Colin neckte mich oft, ich hätte ein fotografisches Gedächtnis. Das hatte ich nicht, aber die Anzahl und Anordnung von Dingen hatte ich mir schon immer gut merken können. Deswegen konnte ich mit Bestimmtheit sagen, dass hier nicht eine Fackel mehr an war. Trotzdem loderten alle Feuer stärker. Mich schauderte. Ich erhob mich. Colin, ich gehe ins Bett. Jetzt. Ich denke auch, es wird Zeit. Er stand auf und in diesem Moment knallte es im Steinkreis. Erschrocken drehten wir uns um und sahen statt des Lagerfeuers eine riesige Qualmwolke. Die Fackeln waren verlöscht. Doch der Mond hatte sich durch die Wolkendecke gedrängt und stand über dem Steinkreis. Das fahle Licht schien genau auf den Altarstein in der Mitte, genau auf Alex Parkins, der darauf kniete. Rund um den Altarstein hatte sich Qualm gebildet. Die Gesänge waren verstummt und nur schattenhaft konnte man die erstarrten Silhouetten der Neodruiden ausmachen. Es sah aus, als seien sie schockgefrostet. »Das ist unheimlich«, raunte Colin. Ich klammerte mich an seinen Ärmel und zerrte daran. »Lass uns abhauen.« »Warte«, hielt er mich zurück. »Was ist, wenn denen was passiert ist?« »Willst du jetzt allen Ernstes dahingehen? Nach all diesen schauerlichen Gesängen und...« »Wer weiß, vielleicht ist der Qualm giftig.« »Eben, wir müssen ihnen helfen. Du könntest nicht mit der Schuld leben, nicht mal was versucht zu haben, wenn da wirklich was sein sollte.« »Ach Mist.« Er hatte recht. Natürlich würde ich mir ewig Vorwürfe machen. Gehen wir. Aber noch ehe wir den Spielplatz verlassen hatten, sahen wir die Silhouetten Konturen annehmen und hustend aus dem Qualm torkeln. Sie wirkten ein wenig orientierungslos. Wir hörten heisere Rufe. Also alles wie immer. Der Qualm zog zu uns herüber und wir rochen das Kräutergemisch, mit dem sie das Feuer versetzt hatten. »Ist da Marihuana drin?«, fragte ich schnuppernd. Es roch so süßlich. Colin hob die Nase und schüttelte dann den Kopf. Ich rieche Salbei, Rosenblüten und Holunder. Und noch etwas anderes, aber kein Marihuana. Nicht schlecht, das hätte ich niemals herausfiltern können. Wie gut, dass deine Mom ihren Garten so liebt. Aber warum haben sie sich dann nicht bewegt, fragte ich. Das liegt an der Kräutermischung, erklärte Colin. Die kann einen kurzfristig lähmen. Ich muss Dad nochmal nach diesem sogenannten Hexenkraut fragen. Ich bin mir sicher, auch das gerochen zu haben, komme aber jetzt nicht auf den Namen. Woher kennst du es dann? Fragte ich neugierig. Dad hat vor 2 Jahren einen der Neodruiden behandeln müssen, der genau so roch. Der hat allerdings einen Asthmaanfall dadurch bekommen. Ich habe ihn auch nie wieder unter den Druiden gesehen. Kann diese Mischung ein Feuer verstärken, überlegte ich weiter. Colin zuckte mit den Schultern. Das bedeutete bei ihm, dass er das eher bezweifelte, aber nicht ausschließen wollte. Zumindest gab es für die Starre jetzt eine Erklärung. Und so, wie sich die Weißgewandten nun in den Armen lagen, sah wieder alles normal aus. Erleichtert atmete ich auf und sagte, ich gehe jetzt. Colin ging mit. Als wir den Spielplatz verließen, drückte er mir die Feder in die Hand. Hier,
die soll für ein Versprechen stehen. Ich sah ihn an. Meine Eifersucht soll sich nicht zwischen uns stellen. Niemals. Niemals. Du bist mir zu wichtig. Ich schloss die Finger um den weichen Flaum der Feder. Ich werde gut auf sie achten. Das ist jetzt dein Talisman, fügte er augenzwinkernd hinzu. Mit der Feder in der Hand ging ich nach Hause. Und erst im Schein der nächsten Straßenlaterne sah ich dann auch, um was für eine Feder es sich handelte. Es war die eines Eichelhäers. Als ich dann endlich im Bett lag und kurz vorm Einschlafen war, ging ich unser Gespräch noch einmal Schritt für Schritt durch und dabei schoss mir durch den Kopf, dass Colin auch eine nicht laut hervorgebrachte Erklärung von mir geantwortet hatte. Woher hatte er wissen können, dass ich glaubte, Colin sei auf Brandon neidisch? Ich war plötzlich wieder hellwach, aber mein Handy blieb tot. Den Rest der Nacht war an Schlaf nicht mehr zu denken. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gut schlafen und macht euch vielleicht Gedanken, wie die Geschichte weitergehen könnte. Und vielleicht hat sie euch so super gefallen, dass ihr sagt, ich möchte jetzt das ganze Buch lesen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.